Hola und willkommen zurück zum häppchenhaftesten Backformat auf ganz YouTube Deutschland. Wir machen heute Häppchen. Häppchen. AKA Mupfens. Ihr Lieben, es ist Herbst, endlich. Wir haben fast Oktober und für mich heißt das wieder Pumpkin Spice Latte bei mir zu Hause selber machen. Und ich habe wundervollen Pumpkin Spice Sirup dafür selber eingekocht. Und was darf bei einem köstlichen Pumpkin Spice nach Starbucks Art nicht fehlen? Richtig. Pumpkin Spice. Das? Kaffee, ich und Muffins Starbucks Art. Und wir wollen heute die leckeren Klassiker von Starbucks selber machen in vegan. Denn das sind sie leider nicht, wenn man sie dort im Laden kauft. Und ja, ich habe drei wundervolle Rezepte für euch mitgebracht. Wir machen einmal den Triple Chocolate Muffin, wir machen den Blueberry Muffin und wir machen jetzt als erstes den Double Chocolate Cheesecake Muffin, wurde mir gerade aus dem Off zugerufen. Und genau das. Alle Mengenangaben, alle Rezepte, alle Quellen findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und wir starten mit einem kräftigen Schluck Pumpkin Spice Kaffee. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Denn wir beginnen damit, dass wir jetzt ein bisschen Margarine fluffig mit Zucker zusammen aufschlagen. Fisch mal kurz die Katzenhaare aus dem Zucker, weil wir haben überall Katzenhaare oder Haare von mir. So, flülülülütsch, zack. Und dazu jetzt eine Menge Zucker. Ihr könnt auch Zuckerersatz nehmen, wenn ihr keinen Zucker nutzen möchtet. So, dazu kommen jetzt ein bisschen Backkakao und Backpulver. Das mischen wir jetzt noch mit dazu. Braun. So, next step, Mehl. Und das ist schon next level braun, das ist schon schwarz. Das gebe ich jetzt auch nach und nach dazu. Damit das nicht zu trocken wird, gebe ich jetzt schon abwechselnd die Pflanzenmilch mit dazu. Plot, 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 plot. Und dann vermischt ihr das einmal alles zusammen. So, und da wir ja logischerweise ohne Ei arbeiten, nehmen wir jetzt Apfelmus als Eiersatz. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Leinsamen nehmen oder Sojamehl. Ihr kennt das ja. Das kommt jetzt noch mit dazu. So, das ist unser Schokoladenteig. Und da hinzu kommt jetzt noch ein bisschen fein gehackte Zartbitterkuvertüre. Die wird jetzt einfach nochmal drüber gestreut und untergehoben. Das sieht großartig aus. Das wird jetzt einfach nur noch untergehoben. Dann ist unser Schokoteig für den Cheesecake mit SCH schon fertig. Ein scharfen Essen, Cheesecake. Weiter geht es. Fataler Fehler uns gerade aufgefallen. Der war im Urlaub. Clemens. Wie soll ich das meinem Sohn mal erklären? Clemens war nicht in den... Achso, oder meinst du allgemein? Generell Clemens. So. Oh, ich freue mich schon, wenn er mit dem im Bettchen kuschelt. Mit seinem Kuschelstein. Wir machen weiter mit der Cheesecake-Füllung. Und dafür nehmen wir, wie so oft in der veganen Küche, wenn ein Cheesecake gemacht wird, Seidentofu. Den lasst ihr bitte im besten Fall eine Stunde, mindestens aber eine halbe Stunde vorher in einem Sieb abtropfen. Oder in einem Zeber oder in einem Kaffeefilter. Oder in eurer leeren Hand. Oder in einer hohlen Hand, genau. So, und dann habe ich mich hier nicht lumpen lassen. Ich habe mir eine Vanilleschote gekauft. Oh. Oh. Das müssen wir mal öfter holen. Die kratzen wir jetzt aus. Messer rein, Gedärme raus. Das Vanillemark, das kommt jetzt noch zum Seidentofu dazu. Das ist, klebt kolossal hier fest. Das war richtig dumm. Egal. Da hinzu kommt jetzt eine Mischung mit Zucker und einem ganz klein bisschen Kurkuma, weil wir ja wollen, dass das so leicht gelblich eingefärbt ist. Ich habe jetzt die Speisestärke mit ein ganz klein wenig Wasser zusammen angerührt. So sieht das aus. Und jetzt gehen wir einmal rüber an den Herd. So, ihr verrührt das jetzt einmal. Und dann lasst ihr das ganz kurz aufkochen und dann machen wir weiter. Wir haben das jetzt eine Minute lang aufkochen lassen. So sieht das jetzt aus. Ist schon so ein bisschen puddingmäßige Konsistenz. Da kommt jetzt unsere flüssige Speisestärke-Wassermischung mit dazu. Und dann geht das wieder zurück und wird nochmal eine Minute kurz aufgekocht. So sieht das jetzt aus. Ein bisschen wie flüssiger Pudding. Das lassen wir jetzt eine Viertelstunde abkühlen und dann machen wir weiter. Während das Ganze abkühlt, präparieren wir schon mal unser Muffinblech und soll natürlich originalgetreu sein. Das heißt, wir nehmen auch braune Muffinförmchen. Da kommt jetzt auf zwei Drittel die Schokomasse schon mal rein. Bis hierhin läuft es sehr, sehr gut. Es ist ein schönes braunes Häufchen, was ich da gemacht habe. Das ist jetzt unsere gelbe Jelly-Pudding-Konsistenz. Ihr seht, die Speisestärke ist super wichtig dafür, dass das halt so ein bisschen bindet. Und da wird jetzt noch, bevor wir das unterziehen, ein wenig Froschkäse mit dazu gegeben. Und zwar nehme ich den von Simply V, eine halbe Packung. Der kommt da jetzt noch einmal dazu. Den rühren wir jetzt noch unter. Dann wird das auch nicht mehr ganz so giftgelb, sondern hat ein schönes Cheesecake-Gelb. Und wenn ihr möchtet, was ich jetzt getan habe, könnt ihr noch einen winzigen Spritzer Zitrone mit dazu packen. Weil ich einfach finde, Cheesecake, also Käsekuchen, muss nach Zitrone schmecken. So, jetzt nehmen wir uns unsere Schokomupfins wieder zur Hand. Und dann nehmt ihr so ein, zwei Teelöffel davon und packt die hier so
glaube, ich brauche noch einen zweiten, damit das loslässt. Pack das hier so oben drauf und dann könnt ihr das gleich, ich mache erstmal eben alle Tupfer. So, und dann könnt ihr das noch so ganz vorsichtig ein bisschen unterziehen, aber wirklich nicht viel. So, dass das halt so einen schönen Flatschen gibt. Zack. Und dann geht das Ganze in den Backofen. Und zwar bei 180 Grad für 25 Minuten, am besten auf der mittleren Schiene. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ciao. So, die Muffins sind fertig und wir schauen sie uns einmal an. Ta-ta-ta-ta. Ich muss sagen, wir haben ein bisschen zu viel Kurkuma genommen. Und es sieht ein bisschen aus, als wenn wir so ein Ei, wie nennt sich das, Eispitz gemacht hätten. Ja, oder so ein Rührei. So ein Rührei drauf. Nehmt ein bisschen weniger Kurkuma. Das sind Omelette-Muffins. Omelette-Muffins. Aber ansonsten, finde ich, sehen die ganz geil aus. Ja. Aber wir probieren jetzt mal. Boah. Ich finde, die schmecken wirklich ein bisschen wie die von Starbucks. Ja. Der Schokolade ist ein bisschen zu trocken mir geraten. Und es ist ein bisschen zu wenig von dem Käsekuchenzeug. Ansonsten sind die aber echt nah dran. So, weiter geht's mit Muffin Nummer 2, nämlich dem Blueberry Muffin. Den gibt es mittlerweile oder aktuell zumindest auch als Himbeer-Variante. Wir machen aber das Original mit Heidelbeeren, Blaubeeren, wie auch immer man das möchte und starten auch wieder mit einer Schüssel. Und ich sage mal so viel, heute wird es nach hinten hin immer einfacher. Das erste war jetzt der schwerste Muffin, jetzt kommt der mittlere Muffin und gleich der dritte, der ist einfach nur noch zusammenkippen. Wir starten wieder mit flüssiger Margarine und Zucker und rühren das, wie gerade auch schon, zusammen, cremig, schaumig, fließig, gelbig, schön. Dann müssen wir als nächstes zwei Eier ersetzen. Ich mache das jetzt bei dem Rezept mit Sojamehl. Wir basteln uns jetzt zwei Sojamehleier. Habe ich ja schon mal erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ihr nehmt einfach nur zwei Esslöffel Sojamehl und pro Sojamehl 2 bis 3 Esslöffel Wasser. Ich sage immer lieber 3, weil Eier ja auch viel Flüssigkeit haben. Das Ei kommt jetzt noch mit dazu. Das rühren wir noch mal kurz unter. Kommen wir zu den trockenen Zutaten. Wir brauchen Mehl, Öl und Backpulver. Ich gebe jetzt das Backpulver, einen Teelöffel, direkt mit zum Mehl. Mache ich einfach, weil sich das dann zum Mehl, weil sich das einfach besser verbindet miteinander. Ach so, Moment. Und ganz vergessen. Vanilleextrakt. Aber natürlich. Ich habe eine Frage, bevor ich das unterbreche. Das geht gar nicht. Leute, guckt euch das an. Was ist da los? Da ist eine wilde Strähne. Ah, ja. Aber die wo will sie hin? Ich weiß es nicht. So, gut. Nicht, dass wieder, ich nämlich der Ponybeauftragte. Ich ärgere mich, dass ich mache das so. So. Zack. Und jetzt gebt ihr, zumindest mache ich das immer so, abwechselnd immer ein Drittel Mehl, ein Drittel Milch, wieder Mehl hinzu und dann rühren wir das alles unter, weil dann gibt das einen schönen Teig, der nicht so pappig kacke ist. Das ist unser heller Teig. Da geht es jetzt weiter. Moment. So. Kommen Sie. Zack, zack, zack. Einmal alle rein. So, und das heben wir jetzt nur noch unter und machen nicht mehr sehr viel mehr, weil wenn ihr den Teig überschlagt, also übermixt, dann fällt euch das alles zusammen. Mein Teig hat einen Überschlag. Theoretisch könnte man das hier jetzt auch in ein Waffeleisen packen. Haben wir ja vor kurzem gemacht. Da hier jetzt gerade hier oben findet ihr das Video dazu, hoffe ich. Ja, und wir brauchen mal wieder ein Muffinblech. Wir machen jetzt wieder die Muffinförmchen voll. Und auch da nehme ich wieder so zwei Drittel ungefähr. So, damit die auch noch schön hochkommen können. Da kommt ja jetzt auch noch ein Topping drauf. Warten Sie. Stellen wir kurz zur Seite, denn wir machen jetzt noch Streusel. Und dafür findet ihr ebenfalls alle Zutaten unten in der Infobox. Und hier ist auch schon alles zusammen in einer Schüssel. Und das wird jetzt einfach nur mit den Händen verknetet. So sieht das aus. Ihr könnt jetzt selber entscheiden, wie groß die Streusel ungefähr werden. Ihr drückt das einfach so zusammen und bröselt dann einen großen Streusel und schmeißen wir auf die Mitte. Das streuseln wir jetzt noch hier drüber. Ich hole das mal gerade hier rüber. Crumble, crumble, crumble. Und die gehen jetzt auch in den Ofen und zwar genau wie die ersten, 180 Grad für 25 Minuten. Okay, ciao. So, die Muffins sind fertig. Na, 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 na. Die sind voll schön geworden. Guck mal, wie gut sie hochgekommen sind. Ich habe sie allerdings ein bisschen kürzer backen lassen. Die waren jetzt nur 20 Minuten drin. Guckt mal, wie euer Ofen eingestellt ist. Nicht, dass der euch die Muffins verbrennt. Und ohne Scheiß, die könntest du so verkaufen. Ja. Wie geil sehen die denn bitte aus? Guck dir das mal an. Mega. Ich mach mal einen auf und dann möchte ich den tatsächlich mal aufschneiden. Wow. Ey, sieht aus wie ein Lebensmittel, bisschen, ne? Aber voll. Aber bei mir wird das nie lila. Es wird immer blau. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Aber sieht super geil aus. Voll, wir probieren. Ah. Oh, fruchtig und krümelig, knusprig. Sehr geil. Die sind tatsächlich, finde ich, wie das Original. Boah, Kruste ist mega. Der knallt mal richtig.
Lecker, lecker. Nun gut, bitte einmal nachmachen zu Hause. Und wir kommen zu Rezept Nummer 3. Und zwar dem Triple Chocolate Muffin. Und wenn ihr den vegan macht, ist die einzige Schwierigkeit herauszufinden, wo ihr vegane weiße Schokoladen-Drop-Back-Drops bekommt. Und die Vollmilchteile. Und die Vollmilchteile. Wir waren bei uns in Köln im Unverpackt-Laden. Da gibt es das. Da gibt es dreierlei. Und die sind auch vegan. Ihr könnt aber auch mal bei Fantastic Foods vielleicht gucken oder gucken, genau. Ja, also es gibt das auf jeden Fall. Wir haben es in Köln im Unverpacktladen. Schaut einfach mal. Und wir starten wie immer mit einer Schüssel und wie bei allen anderen Rezepten auch damit, dass wir Butter mit Zucker und in dem Fall auch Vanillezucker zusammen schaumig schlagen. Oh, die hat schon ein bisschen gestanden hier. Das schaut so aus. Jetzt basteln wir uns wieder ein Ei. Das heißt, ich brauche einmal bitte einen Esslöffel. Da hinzu kommt jetzt, wie die anderen Male auch, Backpulver mit Mehl. Und Milch und Kakao. Also, pass auf, wir fangen erstmal mit Mehl und Milch wieder abwechselnd an. Flop, 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 flop. Bis hierhin richtig langweilig. Wir machen es jetzt besser, weil wir machen es jetzt braun. Da kommt jetzt, ich habe Backkakao genommen, einen Esslöffel aber mit normalem Kakao ersetzt. Das wird jetzt untergemischt, damit es schön braun ist. Ach, viel besser die Farbe. Klasse. So, Muffinblech ist vorbereitet und jetzt kommen wir zu den Chunks und ich nehme mir mal eine kleine Menge ab, weil die will ich gleich oben drauf tun. Und der Rest kommt da jetzt einmal rein. Wow! Ich hatte so Angst gerade, dass ich daneben gehauen habe. Oh mein Gott, alles so. Das hebt ihr jetzt noch einmal unter und das füllen wir jetzt einmal auf. Ach, klasse. So, das heißt, wir machen jetzt noch so zwei, drei oben rein. Ach, klasse, so. So, und dann gehen die auch bei 180 Grad für 15 Minuten allerdings nur in den Ofen. Okay, ciao. So, unsere dritten Muffins sind auch fertig geworden. Ta-ta-ta. Sehr schön. Riechen fantastisch und ich bin jetzt sehr auf den Geschmack gespannt. Schauen Sie, wie unglaublich gut sieht denn bitte dieser Muffin aus. Ich sag's euch, unglaublich gut. Sie sind wenigstens so hochgekommen, dass sie so diese kleine typische Pilz-Dings oben drauf haben. You know what I mean. Oh, die sind aber fluffig. Oh, die sind aber fluffig. Mm, knusprig und fluffig. Mehr verlange ich von einem Muffin nicht. Auch sehr, sehr gut. Ihr Lieben, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingsmuffin ist. Ob ihr überhaupt Muffins bei Starbucks kauft. Vielleicht macht ihr das ja auch gar nicht. Dann müsst ihr diese aber unbedingt ausprobieren. Wenn ihr euch jetzt noch für mehr Starbucks-Content interessiert, dann habe ich hier zwei Videos mit demselben Thema für euch. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr zu meinem nächsten Video wieder einschaltet. Macht es gut, ihr Lieben. Bis dahin und tschüss.